Hallo, ich bin Dirk and this video is also available in English. Letztens hatte ich ein Video veröffentlicht, in dem ich angefangen habe, meinen Prusa MK4 3D-Drucker selbst zusammenzubauen, zusammen mit meinem Kollegen Kevin. Aber in dem Video sind wir nur halb fertig geworden. Deswegen gibt's hier jetzt den zweiten Teil und die Auflösung des spannenden Rätsels wird dieser Drucker am Ende drucken. Bevor es losgeht, einige wenige Worte dazu, wie ich diese Videos eigentlich gemacht habe, denn viele Stunden Kamera mitlaufen lassen fand ich ein bisschen Overkill. Also habe ich die Zeitraffer-Funktion von meiner Canon EOS 80D verwendet und der gesagt, alle 30 Sekunden ein Foto machen, ohne Zeitbegrenzung. Dann, wichtig, den Fokus manuell einstellen, sonst fokussiert die Kamera bei jedem Bild neu und das Ganze wird sehr unruhig. Das muss nicht sein, immer einstellen und dann in Ruhe lassen. Blende und Verschlusszeit habe ich auch automatisch machen lassen, klassischer P-Modus halt. Aber eine Sache hatte ich doch noch optimiert. Jetzt, am zweiten Tag, habe ich noch einen zusätzlichen Scheinwerfer aufgestellt. Dadurch ist das Bild deutlich besser als in dem letzten Video von dem ersten Tag. Insgesamt sah das so aus. So, aber jetzt genug der Vorrede. Hier ist der zweite Teil von unserem Prusa MK4 3D-Drucker Zusammenbau. Und da sind wir dann auch wieder an unserem Tisch und wie man sieht, tatsächlich dieses Mal wesentlich besser beleuchtet. Erstmal holen wir die Drucker wieder her. Da sieht man, so hatten wir sie am Vortag zurückgelassen, relativ weit. Und jetzt machen wir einfach weiter. Und der nächste Schritt ist jetzt die Montage vom Display, von der Bedieneinheit vorne. Das ist einmal hier diese Platine, die da fertig ist und dann eben diese Abdeckung und diese Halterungen, mit denen das Ganze montiert wird. Das wird jetzt hier zusammengebracht und zusammengeschraubt. Unten kommt noch so ein LED-Diffusor rein, weil auf dieser Platine sind unten LEDs, mit denen mit verschiedenen Farben halt Systemzustände vom Drucker ausgegeben werden können. Und dann kommt das Ganze eben vorne an diesen Drucker ran und dafür braucht es dann eben hier auch Kabel. Die kann man hier schon sehen. Das ist einmal hier das Erdungskabel und das andere ist hier das Datenkabel, mit denen diese Einheit dann hinten an der Hauptplatine angeschlossen wird. Und das passiert jetzt halt. Einmal das Ganze vorne anbringen und dann die Kabel an dem Gehäuse längs führen, sodass die Kabel hier nach hinten kommen. Und man konnte das hier eben sehen, dass ich das wirklich hier in diesen Halterungen anbringe, die wir ganz am Anfang in diesen Rahmen schon reingebracht haben. Das heißt, man merkt, teilweise kommt dann erst zwei Tage später, kommen die ganzen Sachen zusammen und man merkt, warum man irgendwas am Anfang mal gemacht hat. Immer gut, wenn man dann den Anleitungen gefolgt ist. So, und wo man ja schon mal dabei ist, bei den ganzen Kabeln geht es hier gleich weiter. Das hier sind die Stromkabel, die gleich das Netzteil hier auf der einen Seite mit der Elektronik hier auf der anderen Seite verbinden werden. Das haben wir ja auch noch nicht gemacht. Und das ist jetzt eben die ganze Verkabelung des Druckers da. Einmal das Erdungskabel kommt hier ran und dann kommen die Stromkabel ran. Das sind sogar zwei Kabelpaare, weil da ja relativ hohe Ströme fließen. Und das wird hier alles angebracht und dann am Rahmen entlang eben zur Hauptplatine gezogen. Und da gibt es dann auch eine relativ genaue Anleitung, welches Kabel wo lang zu legen ist. Und daran sollte man sich dann im Großen und Ganzen auch halten, weil wenn man das nicht macht, dann kann es sein, dass es irgendwie sehr, sehr fummelig wird. Und man kann hier an dieser Stelle auch sehen, da hatte ich nämlich tatsächlich einen Fehler gemacht, dass ich nämlich das Datenkabel hier hinter den anderen Kabeln längs geführt habe und das Erdungskabel davor. Und das war falsch und ich glaube, ich musste dann da auch noch mal so ein paar von diesen Kabelbindern wieder aufmachen, um das noch mal neu zu verlegen. Das ist aber zum Glück kein Problem, weil von Kabelbindern sind deutlich mehr da, als man benötigt. Da ist einfach eine große Tüte reingepackt. Und hier kann man jetzt sehen, wie diese ganzen Kabel hier in dieser Elektronikbox zusammenlaufen und das alles noch ziemlich ungeordnet aussieht. Und weil Unordnung ja der Feind einer guten Elektronik ist, geht man jetzt halt hin und verkabelt das Ganze sorgfältig und zieht halt hier diese ganzen Kabel durch und bringt die dann da an. Und in dieser Elektronikbox hatten wir ja auch ganz am Anfang schon einige Kabelbinder vormontiert, die jetzt halt Stück für Stück, man kann das hier sehen, wie hier ein Kabel nach dem nächsten reinkommt und dann diese ganzen Kabel da in dieser Box auch angebracht werden und halt in die entsprechenden Buchsen reingesteckt werden und mit den Kabelhaltern befestigt. Und das führt dann dazu, dass, wenn man damit fertig ist, diese Box durchaus aufgeräumt aussieht und jedenfalls wesentlich besser als vorher und eben diese ganzen Kabel auch in dieser Box bereits montiert sind. So, und damit ist das dann auch fertig. Und als nächstes kommt jetzt die Basisplatte, auf der dann
später die Heizplatte läuft. Hier ist erstmal die Heizplatte. Man kann hier schön sehen den Temperaturfühler, der hier unter der Platte ist, und hier diese ganzen Magneten, die dann später die eigentliche Druckplatte halten werden. Und das wird jetzt auch erstmal mit Kabeln versehen. Das sind hier diese beiden Kabel für die Heizung und dann die beiden Kabel, die von dem Temperaturfühler rauskommen. Und diese ganzen Kabel werden jetzt auch wieder mit so einem flexiblen Draht und einer flexiblen Hülle umgeben, sodass es da zum einen die Kabel halt so flexibel sind, wie sie sein müssen, und zum anderen das Ganze sich aber auch nicht verheddert. Und das wird jetzt hier sauber durchgezogen und auch wieder diese Hülle außen drumherum, und dann ist eben diese Heizplatte schon fertig. Aber wo soll sie drauf? Und drauf soll sie eben genau hier auf diese Grundplatte, die jetzt noch in diesen Drucker eingebaut werden muss, weil wir können das hier auch schön sehen. Es gibt zwar hier hinten schon den Motor, der sie nach vorne und hinten bewegt, und hier vorne die Halterung für die Umlenkrolle, aber da fehlt halt noch was. Und das ist eben genau diese Platte. Und wo so eine Platte ist, die sich bewegen soll, da sind solche Lager nicht weit, die jetzt hier erstmal von uns vorbereitet und wieder geschmiert werden. Und kaum sind sie geschmiert, werden sie dann hier an der Platte unten montiert, dass man eben diese Platte dann nach hinten, nach vorne und hinten bewegen kann. Und wenn man solche Lager hat, dann sind solche Achsen nicht weit, die durch, auf denen diese Lager dann hin und her laufen. Das passiert hier. Und wenn man das Ganze dann so montiert hat, dann kommen als nächstes die Achsen hier in den Drucker rein und werden jetzt im Gehäuse festgeschraubt. Und damit wirkt das Ganze auch schon ziemlich komplett, aber noch kann diese Basisplatte halt sich zwar hin und her bewegen, aber sie kann noch nicht aktiv bewegt werden. Naja, und dafür braucht man jetzt wieder so einen Zahnriemen, mit dem dann eben diese Platte hin und her bewegt werden kann, und dann eine entsprechende Halterung für den Zahnriemen, die an dieser Platte montiert wird. Das passiert hier, und dann hat man eben diese Platte und diesen Zahnriemen und führt jetzt diesen Zahnriemen einmal hier um den Motor rum und dann auf der anderen Seite um die Umlenkrolle. Die kommt jetzt hier und die Umlenkrolle kommt jetzt da in die Halterung rein. Hier sieht man das. Und dann wird die andere Seite des Zahnriemens an der Basisplatte wiederum befestigt, sodass dann eben die Basisplatte durch den Motor auch wieder hin und her bewegt werden kann. So, und das ist jetzt hier fertig. Jetzt wird der Zahnriemen nochmal auf Spannung gebracht. Das passiert wieder mit dieser Handy-App bzw. dieser Webseite von Prusa, wo man misst, mit welcher Frequenz das Ding vibriert, wenn man es anzupft. Und wenn die Frequenz richtig ist, dann ist eben auch die Spannung richtig. Ja, und damit ist die Mechanik fast fertig. Jetzt muss eben die Heizplatte auf die Druckplatte. Das passiert hier, das wird hier vorbereitet. Und da ist jetzt das Problem, so eine Heizplatte, die heizt sich auf, und wenn die sich aufheizt, dann dehnt die sich so ein bisschen aus oder zieht sich auch wieder zusammen, wenn sie abkühlt. Und deswegen kann man die da nicht einfach festschrauben, sondern die wird halt hier in der Mitte starr fixiert über halt eine Schraube mit Gewinde. Und an den 8 Außenstellen hier, an den Ecken und den Kanten, da werden solche Krampen dazwischen montiert. Und über die kann dann diese Wärmeausdehnung abgefangen werden, sodass es hier nicht zu Spannungen in dieser Basisplatte kommt. Und wenn das da ist, dann kann eben die Platte darauf montiert werden. Das passiert hier. Die bringen wir jetzt an mit diesen neuen Schrauben. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Denn jetzt ist quasi als letztes noch anzuschließen die Kabel, die von der Heizplatte da kommen. Einmal der Temperaturfühler und einmal eben diese beiden Kabel für die Heizung. Das sieht man auch, das sind hier so diese relativ großen Kabel, weil da halt auch relativ hohe Ströme fließen. Aber das ist jetzt das Letzte, was an der Elektronik gemacht werden muss. Und damit kann jetzt in einem letzten Schritt die Abdeckung hier, da kann man die Abdeckung sehen, diese Abdeckung auf die Elektronikbox draufgepackt werden. Und damit ist dann eben, hier oben ist es montiert, ist die Elektronik fertig. Hier wird jetzt noch der Filamenthalter zusammengebaut. Das sieht man hier relativ schlecht, weil das Ganze oben auf dem Drucker passiert und da eben die Kamera nicht hinreichte. Aber mit dem angebrachten Filamenthalter kommt jetzt als letztes, hier packen wir gerade aus, die Druckplatte. Die kommt jetzt auf die Heizplatte oben drauf und dann ist der Drucker fertig. Und jetzt ist die spannende Frage, ob er auch druckt. 1, 2, 3. Hier fühlen Sie durch den Einrichtungsprozess.
Hot-End-Lüfter Drehzahltest. Der Drehzahltest ist fehlgeschlagen. Meiner nicht. Zu fest. Okay. Sie haben zu früh gekippt. Sie haben zu früh getippt. Sie haben zu früh getippt. Tippen Sie auf die Düse beim Piepen. Jetzt! Na? So. Heizungsprüfung hat geklappt. 1,5 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn, der ist zu groß. Also los. Ja, 1,5 Umdrehungen, bis sie bündig sind. Ja, das passt. Bitte warten Sie 20 Sekunden. Ziehen Sie die Schrauben in der folgenden Reihenfolge an. Sie sollten etwas unterhalb der Oberfläche liegen. Verwenden Sie nicht zu viel Kraft. Kein Filament im Extruder. Befindet sich ein Filament im Filamentsensor? Nein. Führen Sie Filament ein. Rein, Ende. Erkannt. Der Selbsttest wurde nicht beendet. Überprüfen Sie die Verkabelung und die Achsen des Druckers. Okay. Was war dein Fehler? Der Hot-End-Lüfter. Wo ist das? Hauptmenü, Steuerung, Selbsttest starten. Aber der läuft, oder nicht? Ja. Die laufen beide. Ja, ich würde sagen, lass die mal, einfach mal durchlaufen. Ja. Hot-End-Lüfter, Drehzahltest, schlägt fehl. Was kann denn das sein? Gut. Also das hat dann so mittelgut geklappt und jetzt schauen wir mal, woran es liegt. So. Fürs Protokoll, beim nächsten Selbsttest hat die Lüfterregelung jetzt funktioniert und insofern kann es jetzt losgehen. Die Prusa-Schrift kommt nach vorne. Der ist erstmal sehr stramm. So, da sind wir. Da steht jetzt USB. Drucken. Keychain Dual Color. Genau. 10 Minuten, 4 Sekunden. Ich oben durch. Das ist jetzt sehr aufregend. Ein eingegebenes Filament. Fehler. So. Das ist jetzt, wie gesagt, alles sehr aufregend. 17%, 20, 23, 28. Ist das aufregend? Ja, Filament lädt. Ja, da passiert was. Das Heizbett unten wird aufgeladen. Da unten kann man was sehen. So, und 60. Was passiert jetzt? Da läuft Filament raus. Da macht man das ab. Oh. Der tippt das wirklich an. Diese Nozzle hier. Einfach rausnehmen, kann ich das jetzt schon? Ja, der hat schon entladen. Und was dabei? Oh, da kommt was daneben. Dann abziehen. Ja, mein erster Filamentabfall. Genau. Oh, da ist noch Filament dran. Mir auch. Und so ist mein erster eigener 3D-Druck zu Ende. Also, wir sehen, er hat gedruckt. Und rückblickend war es eigentlich gar nicht so schwer. So ein 3D-Drucker sieht ziemlich kompliziert aus, aber auf der Ebene, auf der wir ihn hier zusammengebaut haben, ist es eigentlich ganz einfach. Im Wesentlichen muss der Extruder längs aller drei Achsen bewegt werden und dafür braucht es immer wieder Motoren, Zahnriemen, Umlenkrollen oder Gewindestangen und dazu Lager auf Achsen. Na gut.
und den ganzen Elektronikkram und die Kabel und den fummeligen Extruder. Also ganz so einfach ist es dann wohl doch nicht. Aber machbar, auch wenn man kein Feinmechaniker ist. Wenn ihr jetzt also auch so einen Drucker zusammenbauen wollt, pro Tipp, lest die Anleitung genau. Das klingt jetzt trivial, aber im Internet finden sich auch Berichte wie, dann hat es nicht richtig gepasst, dann habe ich ordentlich gedrückt und dann ist es kaputt gegangen. Tja, wir haben jeden Schritt immer erst gemacht, wenn wir ihn vollständig verstanden hatten und im Zweifelsfall lieber nochmal nachgelesen. Und Stichwort wir, sowas zu zweit zu machen, hilft auch, weil man sich immer wieder gegenseitig fragen und erklären kann, wenn einem etwas nicht klar ist. Außerdem macht's zu zweit auch mehr Spaß. Die Anleitung sagt ganz genau in jedem Schritt, welche Teile in welcher Menge nötig sind. Nehmt nur genau diese Teile aus den Tüten und lasst alles andere drin. Und legt die Tüten immer wieder zurück in die Kisten, damit ihr sie wiederfindet. Und sucht euch nach jedem Schritt das Werkzeug zusammen und legt auch das zurück, denn die Dinger entwickeln sonst ein Eigenleben. Das mitgelieferte Werkzeug ist gut, aber eine zusätzliche Sortierschale, Magnetplatte, Pinzetten und Seitenschneider helfen schon auch noch nennenswert. Und lasst euch Zeit, Zeit, Zeit. Die Anleitung sagt, wie gesagt, der Zusammenbau dauert etwa 8 Stunden. Wir haben am Anfang gelächelt, wir sind so gut, wir schaffen das in 6. Am Ende haben wir 14 Stunden gebraucht und ich habe nie das Gefühl gehabt, ich hätte gerade nichts zu tun. Gut Ding will Weile haben. Am Ende waren jedenfalls unsere Drucker fertig und hatten die ersten Testdrucke erfolgreich gemeistert. Also haben wir die Drucker nach Hause gefahren und wie es dann da mit meinem Prusa MK4 und mir weitergegangen ist, darüber gibt's noch ein weiteres Video, mindestens. Ich sage bis dahin und danke fürs Zuschauen. Das Schöne ist ja, dass man das jetzt schneiden kann, dass also im Video jetzt nicht alles, was Dirk erzählt, die Nachwelt hören muss. Nein, 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 das wollen wir gar nicht.